Hallo und herzlich willkommen. Und heute mit einem kleinen Special-Video zum WinTVT Video Edition DVB-T. Wir haben jetzt die ganze Zeit unser TV-Signal mit einer DVB-T-Antenne bezogen, ja? Das ist ja alles schön und recht, aber dort hat man eben nur die öffentlich-rechtlichen, wo man auch GEZ, ja, ich weiß es jetzt endlich wieder, GEZ bezahlt. Ja, das ist natürlich alles zum Kotzen. Weil, wenn man mal RTL oder ProSieben oder so schauen will, dann hat man da drauf mit DVB-T keinen Zugriff. Jetzt habe ich habe einen Kabelanschluss bei mir zu Hause. Und mir ist aufgefallen, dass der Antennenstecker genauso ausschaut wie ein Kabel, so ein Fernsehkabel, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, reingesteckt, probiert und funktioniert. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das einstellen könnt. Da gibt es nämlich einiges zu beachten, denn wir müssen den Tuner komplett neu rekonfigurieren. Das ist aber nicht schwer, das ist genau ähnlich wie bei DVB-T. Nachteile sind, ihr habt kein EPG, also zumindest bei mir hat es nicht funktioniert. Dann habt ihr kein Timeshift, aber ihr könnt trotzdem noch aufnehmen und die Sender werden nicht automatisch benannt. Also es heißt dann sowas wie Cable 56 oder so. Ein Kanal. Gut. Aber nichtsdestotrotz, jetzt richten wir das Ganze erstmal ein. Wir gehen auf Start, alle Programme. Dort gehen wir nun auf den Hapag WinTV Ordner. In den erweiterten Optionen starten wir jetzt nach der Reihe Kanaldatenbank löschen und EPG leeren. Kanaldatenbank löschen scheint irgendwas zu machen. Dum, 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 dum. Starte TV-Services. Ja, jetzt ist die Kanaldatenbank geleert. Bevor wir aber hier weitermachen, leeren wir noch das EPG. Kann man übrigens auch hier eingeben, EPG leeren. Klickt man hier auf Enter und dann wird der EPG geleert, was glaube ich schon passiert ist. Schön. Jetzt wählen wir hier aus Analog TV und externe Eingänge, weil wir haben ja trotzdem noch die externen Eingänge. Digital terrestrisch haben wir jetzt nicht mehr, da nicht die DVB-T-Antenne angeschlossen ist. Wir klicken auf Weiter. Wir klicken wieder auf Weiter. Aber hier erkläre ich noch kurz was. Bei Quelle, da kann man jetzt laut dem Ding, glaube ich, auch eine Antenne anschließen. Ich kann es leider nicht testen. Vielleicht kann mir dazu jemand mal was posten. Vielleicht auch die Leute von Hapag. Aber ich habe ja Cable, hat er erkannt. Cable belasse ich so. Kanäle, automatische Suche. Weiter. Jetzt steht hier wieder starte Gerät. Bitte warten. Und ja, jetzt startet er das Gerät. Das sieht man auch. Und ja, genau, jetzt sagt sie hier scanne und jetzt scannt er 108 Plätze, die anscheinend Kabel zu bieten hat, also das normale Kabel, nicht das digitale. Ja, jetzt wird ja auch der Tuner nicht mehr orange, sondern grün, wenn er mit dem Kabel verbunden ist. Hier sieht man auch schon Cable 5, 6, 7, 8, 9 und gleich 10. Ja, hier ist es. Und den Rest, den schnibbel ich damit einfach mal weg. So ist der Sendersuchlauf abgeschlossen. Klicken wir auf Weiter. Wir klicken wieder auf Weiter. Und wir klicken nochmals auf Weiter. Jetzt startet wieder die Software WinTV und das Live-TV-Programm startet. Hoffentlich. Hallo? Ah. Das, was bei Kabel deutlichst auffällt, ist, dass, hier ist übrigens N24, reizende Moderatorin übrigens, dass wenn wir hier umschalten, dass es eigentlich sofort passiert, dieses Umgeschalte, ja. Bei DVB-T dauert es immer noch so eine halbe Ewigkeit, bis dann mal umgeschalten ist. Wenn man hier umschaltet, drückt man einmal drauf und dann braucht es vielleicht noch 2 Sekunden, um sich richtig reinzutunen und das war's. Also das finde ich schon gut. Wenn ihr jetzt die Sender benennen wollt, geht ihr in die Einstellungen. Dann geht ihr auf alle Kanäle.
Dann wähle den Kanal aus, den ihr benennen wollt. In meinem Fall ist es 24. Ihr geht auf Details. Also rechts klickt Details. Und dann können wir den jetzt umbenennen. Zum Beispiel, das hier ist jetzt Deluxe Music. Okay. Und dann steht es auch oben drin, Deluxe Music, wenn ich jetzt das nächste Mal hinschalte. Genau, Deluxe Music. Also das ist der einzigste Nachteil, dass ihr es selber machen müsst. Es gibt keinen Timeshift, wie ihr seht, Funktion deaktiviert. Ja. Und aber aufnehmen geht trotzdem, wie man hier sieht. Ja. Gut, das war's soweit zu diesem Tuner jetzt wirklich. Es kommt vielleicht noch ein Final Thoughts Video, aber es dürfte rausgekommen sein, dass dieses Ding einfach nur Spitzenklasse ist und ich es jedem weiterempfehle. Das Teil kostet nämlich nicht gerade viel. Ich glaube, es kostet so um die 30 Euro, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mich da aber auch täuschen. Einen Moment. Ja, seht ihr hier, Hopperhawk Wind TV Video Edition DVB-T, 38 Euro. Und das ist echt, also das ist echt gerechtfertigt. Das, was dieses Teil kann, das wäre mir ein Haufen mehr wert. Also, das ist super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das war jetzt das letzte Video hier, also das letzte Tutorial zu dem Stick. Also das letzte offizielle Tutorial. Weil eigentlich funktioniert der Stick nur unter Windows. Ich werde mich an meinem Mac probieren. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber probieren geht immer. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass es wirklich fini ist. Mehr Tutorials gibt es nicht. Ich habe alles gemacht, was man damit machen kann. Ich habe auch die Videoschnittsoftware erklärt. Ich weiß ganz ehrlich nicht mehr, was ich sonst noch dazu machen soll. Ich kann es nur noch auf dem Mac probieren, das da anzuschließen. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren, weil diese Dinger sind meistens Windows only. Und auf der Verpackung habe ich auch nichts von wegen Mac gesehen. Aber das war's von mir. Ich will euch nicht volllabern. Bis dann. Tschüss.